Ja, wunderschönen guten Tag. Ich darf euch begrüßen zur weiteren Episode unseres Podcasts. Und heute habe ich die Andrea Grosse bei mir und wir sprechen über einen Digitalisierungscheck für KMUs. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlass gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Andrea. Hallo Thomas. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf und ein bisschen über unseren Digitalisierungscheck für KMUs, den wir entwickelt haben, im letzten Jahr und auch in der letzten Zeit schon relativ viel eingesetzt haben. Mhm. Ich erzähl mal ein bisschen kurz über mich. Genau, erzähl mal was über dich, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Genau. Ich bin Geschäftsführerin der Just for People GmbH, einer kleinen Managementberatung, die sich im Prinzip zur Aufgabe gemacht hat, das Thema digitale Transformation, alles, was damit zu tun hat, mit Geschäftsmodellen, mit Entwicklung von Strategien, mittelständischen Unternehmen zu helfen. Also wir sind wirklich Mittelstand fokussiert. Und was uns eben noch ganz wichtig ist, das ist in unserem Firmennamen schon drin, Just for People, wir machen es für die Menschen. Also es geht nicht die Digitalisierung um der Digitalisierungswillen, sondern wirklich die Digitalisierung soll den Menschen, den Unternehmen nützen, effizienter zu sein, besser zu sein, Dinge einfacher zu machen für die Mitarbeiter, eben aber auch fürs Unternehmen. Mhm. Ich selber bin eigentlich studierte Betriebswirtin, habe über unterschiedliche Industriekonzernstellen, eben aber auch bis zu Agenturen und auch einer Selbstständigkeit einiges schon hinter mir und bin seit 2013 so im IT-Umfeld unterwegs und kenne da auch mit meinen Kollegen, dem Tobias Warner und dem Uli Gauweiler, seither zusammen am Arbeiten und wir haben gemeinsam die Just for People 2019 gegründet. Noch gerade vor der Pandemie, wenn man so will. Man rechnet ja vor der Pandemie, nach der Pandemie, ja. Vielleicht noch mal eine Frage zur Einordnung. Wie definiert ihr Mittelstand KMU? Für uns ist der Mittelstand, also unsere kleinsten Kunden, das gibt es eigentlich gar nicht. Also wir haben auch wirklich Kunden, die haben 5 oder 10 Mitarbeiter, da geht es manchmal um einzelne Themen. Unser größter Kunde ist schon ein sehr großer Mittelstand. Der hat ungefähr 4.000 Mitarbeiter. Ja gut, okay, darauf wollte ich hinaus. Der Hans-Peter Stiel hat auch immer gesagt, er ist Mittelständler mit 8.000 Mitarbeitern oder so. Ja, deswegen. Also, ja, aber unser Fokus liegt wirklich auf dem Mittelstand so zwischen 100 und 500, 600 Mitarbeiter. Ja, okay. Darauf sind wir eigentlich fokussiert. Okay. Das eine ist, ja, das ist nicht so unser Standard. Okay. Und der Titel, also wir machen ja auch ein Digital Breakfast zusammen und heißt ja neue Chancen erkennen. Was siehst du denn für neue Chancen? So mal aus der Erfahrung heraus, so Best Practice, was sind denn Chancen, die ihr da... Also was wir sehen oder wo wir uns wirklich auch immer wieder mit unseren Kunden bewegen, ist, dass viele digitale Projekte oder ob das jetzt wirklich sagen, ich brauche einen 3D-Drucker oder ich mache was mit Daten oder Analytics, also Big Data, viele haben irgendwelche Pilotprojekte gestartet, schon vor 2, 3, 4 Jahren. Und sind aber mit den Projekten in der Projekt- oder in der Pilotphase hat es sehr gut funktioniert, es ist einfach sehr erfolgreich gewesen. Was dann aber oft passiert ist, wenn man sagt, okay, diese Pilotprojekte, die wollen wir jetzt ins Alltagsgeschäft, also in unser bestehendes Business integrieren. Und dann sind ganz viele dieser Projekte sind gescheitert, weil dieses
dieser Pilot, das war so eine verschwörte Gemeinschaft oder eingeschworene Gemeinschaft. Und die meisten Unternehmen haben es nicht hinbekommen, diese aufnehmenden an, oder die restliche Firma da so weit zu verändern und bereit zu machen, dass diese anderen mit aufgenommen werden. Mhm. Weil die digitale Transformation, da geht es nicht nur um Technologie, um neue Tools, sondern es geht ganz, ganz viel um Change-Prozesse, um verändertes Arbeiten, um verändertes Miteinander. Auch das Thema Hierarchien ist ganz oft in diesen Piloten aufgeweicht, kommt natürlich nachher wieder in den normalen, in Anführungszeichen, ins normale Umfeld und dann passt es nicht. Und das ist für uns der Punkt, wo wir ganz oft sehen, Piloten funktionieren, aber dann im Großen und Ganzen im Unternehmen funktioniert es nicht mehr. Und das ist den Ansatz, den wir wählen, erstmal zu sagen, schaut euch das Unternehmen an, euer eigenes. Wo steht ihr? Mhm. Wo ist euer digitaler Fußabdruck? Das ist das, was wir sozusagen erarbeiten, den digitalen Fußabdruck, um dann daraus Strategien, weil viele Unternehmen haben eine Unternehmensstrategie. Mhm. Manche haben eine digitale Strategie, aber relativ wenige. Und das ist eigentlich für uns die erste Kernaufgabe, wenn wir aus den Digitalisierungschecks kommen und an dieser digitalen Strategie zu arbeiten. Und dann nicht zu sagen, okay, Unternehmen, das lassen wir euch allein, sondern dann in die Umsetzung zu gehen. Also da was wir, ein Fall ist das ganze Thema IT-Strategie, weil die leitet sich aus der digitalen Strategie ab. Ein anderes Feld, wo ich dann auch sehr, sehr viel und intensiv mit Kunden arbeiten, ist das Thema Veränderung, Marketing, Vertrieb. Also einem wirklich zu sagen, dieses klassische, wir haben hier Marketing, wir haben hier Vertrieb, das sind zwei und einzelne Abteilungen, die nicht so ganz eng miteinander arbeiten. Das ist genau, das sind so die Fälle, die wir gerade momentan hier sehen. Das sind auch die großen Chancen. Das höre ich auch immer wieder, ja, dass dann, also ich übertreibe jetzt einfach mal so ein bisschen, dann macht man so eine Start-up-ähnliche Abteilung, so wie du sagst, die arbeiten Tag und Nacht, sind so losgelöst. Die Stammmannschaft sogar, die Freigeister, die Kickerspieler und so, ja, also man kennt es ja und ist natürlich alles super, haben auch die hohe Management-Aufmerksamkeit, ja, und alles super, so, und das ist aber dann schon eher so eine ausgelagerte Einheit, die im Grunde genommen dann was Neues erarbeiten, so. Und was dann auf der Strecke bleibt, das ist Kerngeschäft. Ja, also das ist das, absolut, was ich immer wieder sehe. Das sind zwei verschiedene Dinge. In meinen Augen, ich muss beides tun. Also ich muss natürlich gucken, okay, Pilotprojekte, Mindset aufbauen und. Aber ich muss mir auch ganz, ganz große Gedanken machen über mein Kerngeschäft. Wie verändert sich mein Kerngeschäft und wie komme ich quasi von A nach B? Und das ist das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, weil da hängt dann halt, so wie ihr jetzt das ja auch beurteilt, da hängen ja dann die People dran. Ja, weil das sind dann vielleicht von den 600, ja, sind es 580 und die anderen 20 sind halt in dieser, sind wahrscheinlich sogar im Coworking irgendwo, ja. Also ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, aber da ist schon ein wahrer Kern dahinter, ja. Und dann ist das Kerngeschäft, ja, und das sehe ich auch, das ist die große Herausforderung. Und ein Kollege hat sogar eine Langzeitstudie gemacht über 4-5 Jahre, also hat er quasi promoviert dazu, zum Thema Marketing und Vertrieb. Ja, also und was passiert, wenn Marketing, Vertrieb, das hört man von allen Richtungen, Silos weg, wir müssen enger zusammenarbeiten, dann hat man halt Produktivitätsvorteile von 20-30%, ja, und das muss man sich mir überlegen, was das bedeutet, ja. Das schafft man heute zum Beispiel in der Produktion ja eigentlich nicht mehr, ja, dass man solche Produktivitäten steigern kann, ja, aber natürlich in der Verwaltung und Vertrieb, Marketing, da sind wir noch ein bisschen hinterher und ist ja auch so, es läuft ja auch ganz gut, ja, wir machen ja Geschäft und Vertrieb bloß nicht verärgern, ja, kennen wir, ne?
Ja, ich glaube einfach, was da wichtig ist, das Marketing, also ich komme ja ursprünglich auch aus dem Marketing, deswegen darf ich das auch sagen, Marketing einfach feststellt, es wird immer dieses Corporate Marketing geben, wo im Prinzip um CI und Design und ähnliche Dinge vollkommen richtig. Aber eigentlich ist Marketing ein Dienstleister des Vertriebes. Und da haben sich halt in den letzten 2-3 Jahren die Rollen, die sind immer mehr ineinander gewachsen. Weil Marketing macht Vertriebsaufgaben und der Vertrieb macht Marketingaufgaben. Und gerade wenn man Richtung Business-Netzwerke denkt, ist das einfach ein unterschiedliches Herangehen und ein gemeinsames Herangehen. Und wenn da eben Marketing und Vertrieb nicht an einem Strang zieht, dann funktioniert das nicht. Also ein ehemaliger Vertriebsleiter von mir, der hat mal ein sehr schönen, sehr schönes Bild gemacht und das finde ich, das passt. Das ist im Prinzip zwischen Marketing und Vertrieb ein Staffellauf zum Kunde. Also sprich, die Lead-Generierung ist der Startläufer aus dem Marketing und dann wird es eben der Staffelstab übergeben an den Innendienst, wenn man sowas hat. Und dann den Sprint ins Ziel macht dann der Vertriebler, der sozusagen die Opportunity zumacht. Und das ist ein sehr schönes Bild, weil das nämlich genau ohne einander funktioniert es nicht. Und das muss auch passen. Es muss passgenau sein. Es müssen beide die gleiche. Also jeder, der mal ich bin früher Staffel gelaufen. Ja, jeder, der mal Staffel gelaufen ist, der weiß, dass es die ganz, ganz hohe Kunst ist. Das ist ein schönes Bild. Ich würde sogar vielleicht noch einen Läufer dazu nehmen, wenn der Vertrieb dann quasi dem Service den Staffelstart übergibt. Also wenn man den Service dann auch noch dazu nimmt. Also ich sage jetzt mal wiederkehrende Umsätze in Form von Verträgen, von Betreuungsverträgen und so weiter. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das weißt. Jetzt mal konkret auf den Staffellauf bezogen. Die guten Staffeln, die verlieren ja gar keine Geschwindigkeit. Also wenn man die Einzelzeiten nimmt, die verlieren keine Geschwindigkeit, sondern im Gegenteil, im Schnitt sind die schneller. Wahrscheinlich der Teamgedanke. Wahrscheinlich der Teamgedanke. Und als wir damals Staffel gelaufen sind, dann wurde das auch austariert, ja, weil man natürlich, man hat 4 Läufer, aber jetzt bei der Firma 100 kannst zum Beispiel, wenn du es clever machst, und ich war immer der Vierte, ja, ich war nicht der Schnelle, ja, ich war der, also wir hatten 3 bessere, ja, so, also musste der Barsch möglichst wenig laufen, ja, ich war sehr schnell im Antritt, ja, aber dann zum Schluss bin ich irgendwie, naja, abgeschmiert, ja, so, also ist der Barsch weniger, so, und da hat man Folgendes gemacht, dann ist der Zweite, das war der Schnellste, und der ist aber nicht 100 Meter gelaufen, sondern ich glaube 130. Ja, weil der hat ihn ganz am Anfang gekriegt und ich habe ihn, also wirklich, ich habe die Linie gesehen und habe dann, ja, und dann ging es weiter. Das war dann gerade noch am Ende des Wechselraums und ich habe ihn am Anfang vom Wechselraum übergeben und dann war das klar, ja. Und dann war man eben in der Summe schneller als die Einzelzeiten, ja. Und so ähnlich ist es beim bei den in Anführungszeichen aufgelösten Abteilungen ist es dann genauso. Dann weiß das Marketing ganz genau, Mensch, der braucht jetzt das in dem Moment. Ja, und nicht morgen und nicht letzte Woche, sondern jetzt. Jetzt ist der Kunde heiß, ja, und die sind alle am Rennen beteiligt, ja. Und dann hat man auch die Performance und dann siegt das vermeintlich bessere Team. Vollkommen richtig, ja. Da bin ich bei dir. Also schöne Analogie, werde ich mir merken. Ja, es ist ein schönes Bild, was sehr, sehr gut passt, ja. Und da kann ich vielleicht noch ein anderes Bild in den Raum werfen, vom Sport hin zum Thema Digitalisierung. Digitale Transformation, das hat ja sehr viel mit Mindset zu tun, das hat sehr viel mit neuen Methoden zu tun, vielleicht auch mit neuen Tools. Ja, ich bleibe jetzt einfach mal bei den Methoden. Das ist auch ein Lieblingsbeispiel von mir. Die Unternehmen werden die nächste Stufe nicht erreichen, wenn sie sich nicht den neuen Methoden annehmen. Ja, und da gibt es ein schönes Beispiel, auch wieder, oder ja, ich sage jetzt mal eins aus dem Sport. Ich habe mehrere, ich sammle das. Olympiade. Alle hüpfen im Scherensprung über die Latte,
bis irgend so ein Verrückter kommt, der die rückwärts überquert. Ja, das war dann, das alte war das Straddle und das neue ist der Flop. Ja, so. Genau. Und wenn man sich jetzt die besten Listen anschaut, also so retroperspektiv, wenn man sich das anschaut, der Retroperspektiven, dann war irgendwie bei 2 Meter Schluss, ja. Und jetzt ist, glaube ich, der Weltrekord irgendwie fast 2,50 Meter, ja? Das heißt, 2,42 oder zwei, sowas in der Richtung, nee, ein bisschen mehr. Aber also es muss mehr sein. Die kommen schon an die 50 ran, ja? Und das sind 25% mehr. Aber nur, weil es eine andere Methode gibt. Die andere, Straddle, war am Ende. Die Methode war ausgereizt, ja? So, und jetzt gibt es was Neues. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Analogie. Ja, wenn man irgendwas jetzt bisher gemacht hat, ja? Und jetzt kommt was Neues. Und wenn man das nicht nutzt, dann hängt man 30% hinterher. Das ist ein extrem schönes Beispiel, finde ich super, Thomas, weil genau das ist das, was wir oft erleben. Wir kommen zu unseren Kunden und die sagen, okay, wir sind eigentlich toll und wir sind ganz oft auch noch irgendwie Marktführer in irgendeinem Segment und fühlen sich da auch relativ safe. Aber da ist einfach die Gefahr, dass irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, ich mache das ganz anders. Ja. Und das ist das, was wir dann mit unseren Kunden versuchen, eben in ihrem Geschäftsmodell nicht nur zu beleuchten, sondern wirklich auch auseinanderzunehmen. Mhm. Und zum Beispiel jetzt, ob das jetzt Business Model Canvas Methode ist oder das Design Thinking Methode, die macht mir besonders viel Spaß, weil wir da wirklich sehen können, mit unterschiedlichen Ansätzen ganz neue Denkmuster reinzubringen, dieses aufzubrechen und einfach mal zu sagen, nein, jetzt versuchen wir nicht, diese 3% an eurem Produkt weiter zu verbessern, sondern einfach lass uns so rumdenken, was braucht denn euer Kunde? Mhm. Was hat der für eine Herausforderung? Mhm. Verändert sich da was? Dann müsst ihr euch mit eurem Geschäftsmodell nämlich entsprechend auch verändern. Genau. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo viele gerade momentan auch sehr erfolgreich, auch die über die Pandemie sehr erfolgreich geblieben sind, die sich da wirklich sagen, ach nee, eigentlich brauche ich das so gar nicht, mir geht es doch gut, es läuft doch eigentlich. Ja, ja. Aber dass die Gefahr vorhanden ist, dass einer mit einem ganz anderen Ansatz ist, da haben sehr viele im Prinzip also Bedenken, dass es so kommen könnte. Mhm. Wir zeigen es einfach auf, es gibt zu viele Beispiele, die einfach sagen, dass es genauso gekommen ist. Brauchen wir jetzt nicht die ganzen Beispiele herausholen, aber es ist einfach der Fall. Und was wir jetzt gerade auch immer noch erleben, dass im Unternehmen eigentlich so einzelne Bereiche sind, die sagen, wir würden uns gerne verändern. Wir haben die Digitalisierung auf die Fahne geschrieben bekommen. Dieses aber ein bisschen von oben blockiert wird. Mhm. Also wenn die Geschäftsführung auch nicht nur in einer Person ist, sondern in mehreren Personen gibt es ja immer so Treiber, die das vorantreiben. Mhm. Und es gibt aber immer noch auch diejenigen, die es verhindern wollen, die einfach sagen, läuft doch, weiß ja gar nicht, warum wir uns verändern sollen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, da auch die Mannschaft mitzunehmen. Ja, und absolut. Das ist eine große Herausforderung, dann im Prinzip auch den Bewahrern zu sagen, nein, lasst uns das bitte mal machen. Mhm. Und da haben wir schon spannende Ergebnisse gehabt, wo wir wirklich gesagt haben, ich habe nicht geglaubt, dass ihr uns irgendwas zeigen könnt. Und ich hatte mal einen sehr schönen Spruch von einem Geschäftsführer, mit dem haben wir gesagt, wir machen einen tägigen Workshop und dann erzählen wir ein bisschen was von über euch. Der hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie nach einem Tag mein Geschäft verstehen, das ich 20 Jahre lang mache. Wir haben es dann doch verstanden. Mhm. Und er war beeindruckt, wie tief wir gegangen sind in einzelnen Bereichen. Mhm. Natürlich kann man in einem Tag nicht ein ganzes Unternehmen beleuchten, aber in einzelnen Bereichen sind wir tief gegangen und haben dann doch ein paar Ideen entwickelt, wie man das sich ja verändern kann. Also daher, das finde ich immer sehr spannend. Das macht auch so viel Spaß in diesen Digitalisierungschecks, dass wir in viele Unternehmen reinschauen können. Und da auch immer wieder über Querverbindungen, die wir aus ganz anderen Projekten mitbringen, sagen, ey, guckt euch mal da was an. Schaut euch mal an, ob das vielleicht eine Idee ist für euch, ganz anders an euer Thema ranzugehen, dass ihr nicht ein Produkt verkauft, sondern das ganze Thema Service wird ja auch immer wichtiger. Sondern dass ihr darüber nachdenkt. Und das ist was bei den meisten zum Denken anregt und was wir auch immer gespiegelt bekommen, dass dieser
externe Blick wichtig ist. Also oftmals sind Unternehmen ja schon auf dem Weg, bewegen sich in die richtige Richtung, aber da kommt eben jemand von außen und sagt das auch nochmal. Das hat sehr viel mehr Wert. Genau, also das eine ist ja mehr Inside Out und ihr macht ja dann mal Outside In. Also genau. Das ist in meinen Augen das Wertvollste, muss ich ehrlich sagen. Und wir nutzen das auch. Wir haben immer so ein paar Buddies. Ja, dem einen habe ich jetzt diese Woche eine E-Mail geschrieben und mit einer Herausforderung von uns. Und habe ich gesagt, pass auf, guck das mal an. Probier das mal aus. Und schreib einfach mal, wie du das siehst. Ja, und da kam jetzt heute das Feedback. Und das freut mich dann immer riesig, weil das einen dann natürlich weiterbringt. Ja, ich sage jetzt mal, bei euch in der Beratung ist es ja dann noch systematischer, ja, mit eurem Check. Ein Check hat ja immer was Systematisches, ja, da geht man ja die verschiedenen Punkte durch, um dann halt aus den Ergebnissen dann auch systematisch dann, ich sage jetzt mal, die Resultate abzuleiten oder die Next Best Actions, die dann zu tun sind, ja. Ja, vollkommen richtig. Also wir haben das so ein bisschen dreigeteilt, unseren Digitalisierungscheck. Das eine gehen wir wirklich über die Strategiethemen. Mhm. Also habt ihr Strategien? Wie wichtig sind euch die Themen dahinter? Was wir natürlich dann auch immer noch beleuchten, ist das ganze Thema Prozesse. Mhm. Und da wird es dann manchmal echt schwierig und dünn auch. Und dann kommen wir natürlich mit dem ganzen Thema Technologien. Mhm. Welche Technologien könnt ihr euch vorstellen? Welche Technologien machen überhaupt Sinn? Also nur ganz viele sagen, okay, ich sammle mal alle Daten, aber nur Daten sammeln macht keinen Sinn, sondern ich muss ja irgendwie mit eine Struktur in Daten bekommen. Mhm. Also aus diesen unstrukturierten Daten strukturierte Daten zu machen, dann überhaupt was ableiten zu können. Mhm. Und das sind so Themen, wo wir dann wirklich anreißen und auch manchmal ganz für viele, also wir haben jetzt gerade mit einem Kunden, der konnte sich kommt aus der Steuerberatungsbranche, mhm. Da sind wir mit Ideen um die Ecke gekommen, wo er gesagt hat, da hätte ich nicht drüber nachgedacht. Also mhm. um ganz andere Beratungsfelder zum Beispiel mhm. anzugehen. Mhm. Und eben auch das, was Steuerberatung heißt es ja. Momentan sind aber ganz viele Steuerberatungen eigentlich eher Steuerverwalter. Genau. Ja. Und da haben wir einen Beratungsansatz reingebracht, mhm. da wären die nie auf die Idee gekommen. Mhm. Und das sind so Dinge, die wir eben über auch, und wir auch gesagt haben, da könnte man auch Technologien, weil da müsste man Menschen auch ausbilden. Mhm. Kann sich jemand vorstellen, dass ein Steuerberater mit einem Google Glass da sitzt und da Dinge eingeblendet kriegt, die er sonst nicht dran denkt, mhm. was er vielleicht in seinen mhm. Mandanten erläutern ja, könnte. Genau. Mhm. Unterstützung. Und solche Ansätze, da, mhm. da sind Unternehmen extrem froh, wenn man da einfach Impulse setzen kann. Mhm. Also nochmal vielleicht zu den Chancen. Bei den Chancen gibt es ja dann auch die Risiken oder dann die Bedenkenträger. Also lass uns doch nochmal über die Argumente reden, warum Firmen das nicht machen, warum sie es nicht so vorantreiben, wie wir beide das gerne hätten. Also ich glaube, das größte Hemmnis momentan ist, dass es bei vielen gut läuft. Mhm. Das ist das eine. Das zweite Hemmnis ist, Veränderung tut weh. Mhm. Also wenn ich sozusagen unser Unternehmen läuft einigermaßen gut, es passt alles, jeder fühlt sich wohl und es reibt nirgends so richtig, da wird man so ein bisschen gemütlich, ein bisschen träge und dann kommt jemand und will Veränderung von einem. Mhm. Und da haben viele Menschen Angst davor. Mhm. Angst, es ist ungewiss, was kommt auf mich zu? Kann ich das? Und das ist, glaube ich, auch, was vielen Menschen sofort mit digitaler Transformation, mein Arbeitsplatz wird wegrationalisiert durch Automatismen. Das kann sein, dass gewisse Aufgaben wegfallen, aber dafür fallen neue Aufgaben an. Und da brauche ich eben Menschen, die nicht stupide Arbeiten immer wiederholen. Das kann irgendwann einen Automatismus machen. Sondern ich möchte eigentlich, dass der Mensch sehr viel mehr kreative Dinge tun kann, sozusagen die Impulse gibt, die nachher automatisiert umgesetzt mhm. werden. Und das mhm. ist eigentlich eine Chance für viele. Aber wie gesagt, die Angst ist oft groß, dass diese Veränderung eben das Ende eines
Arbeit, also das Arbeitsleben, so wie es jetzt ist, oder eines Aufgaben, wie es jetzt ist, bedeutet. Und das erfahren wir immer wieder. Wenn man da aber entspricht, und das ist für mich eben auch so ein ganz wichtiger Punkt, Kommunikation. In unseren Projekten ist Kommunikation ein extrem wichtiger Bestandteil, dass Menschen die Angst genommen wird, dass mit ihrem Arbeitsplatz was passiert, dass sie überflüssig werden. Mhm. Und ich glaube, das ist ja, jeder Mensch möchte ja gewertschätzt haben und eine Aufgabe, die ihn erfüllt. Mhm. Und genau da wollen wir eigentlich hin zu erfüllenderen Aufgaben. Mhm. Das kommt ja wieder auch so unser Firmenname. Wir machen das nicht, dass eine Maschine die Arbeit von einem Mensch übernimmt. Wir wollen, dass der Mensch eine andere Arbeit hat. Mhm. Das ist so. Also das sind für mich eigentlich die zwei großen Punkte, warum Unternehmen und auch Führungskräfte das scheuen. Also beim Change Management, da habe ich auch schon einige Bachelorarbeiten betreut von größeren Unternehmen, von kleineren Unternehmen. Das Change Management ist ja nicht, in Anführungszeichen, nicht neu. Das gibt es ja schon ewig, ja. Aber es wird bei vielen einfach ignoriert. Und es wurde auch in Anführungszeichen in der analogen Welt schon ignoriert. Ja? Und das sind halt immer mal wieder oder viele, viele größere Projekte sind dann einfach gescheitert, weil sie die Menschen nicht mitgenommen haben. Ja? Weil irgendeiner an einer entscheidenden Stelle gesagt hat, nö, so nicht. Ja? Und hat dann die Sache ausgesessen und den wollte man dann auch nicht so angehen, ja, weil es langjähriger Mitarbeiter war und dann hat man sich irgendwie drumherum gewunden und dann ist das ganze Ding gekippt, ja. Ja, absolut. Das können Einzelne wirklich zum Scheitern bringen, Projekte. Bin ich vollkommen bei dir. Und deswegen ist für uns die Kommunikation, die Transparenz unheimlich wichtig. Also wir waren es auch letztes Jahr in einem Projekt, da hat so der Projektverantwortliche gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass es jetzt alle so mitkriegen, was wir tun. Und wir waren da immer wieder. Am Anfang waren wir noch physisch, dann waren wir wirklich, also es war Anfang letzten Jahres, dann haben wir das wirklich auch virtuell gemacht. Dann hat es ja auch keiner mehr mitbekommen. Mhm. Und das haben wir aber festgestellt, wenn wir da im gesamten Unternehmen erfolgreich sein wollen, müssen wir in die Kommunikation gehen. Und das haben wir eben dann mehrfach gesagt und dann sind wir das auch aktiv angegangen und auf einmal hat halt der ein oder andere, der uns am Anfang nur gesehen hat, verstanden, was wir da tun. Und deswegen ist für mich Kommunikation und Transparenz hier ein ganz wichtiger Bestandteil. Das Schlimmste ist, wenn dann der Flurfunk aufkommt, ja? Genau. Das ist dann sinkt die Produktivität, weil die Leute sich über das auseinandersetzen, was sie meinen, was da jetzt im Raum besprochen wird. Ich sag's mal so. Ja? Ja. Und dann geht es die eigentliche Kernleistung, die vielleicht jetzt noch sehr gut ist, geht dann runter, ja. Nicht weil man, ja, sondern einfach, weil die Leute mit ihren Gedanken woanders sind, weil Ängste geschürt werden und. Und also eins muss man auch, da bin ich auch immer sehr, sehr offen und das ist sicherlich ein heißes Eisen, aber es gibt ja da so eine Dreierregel beim Change Management, dass man sagt, okay, 30% kann ich sofort begeistern, 30% lassen sich überzeugen und 30%, die werden es nie machen. Ja? Und ich muss mir im Grunde genommen über jedes Drittel Gedanken machen, was mache ich damit, ja. Das ist, also, das muss man ganz realistisch sehen, ja, dass wenn ich jetzt 600 Leute habe, dass unter Umständen 200 dabei sind, die nicht wollen. Ja, absolut. Und dass man auch sich Gedanken macht, was mache ich mit denen? Genau. Ganz genau. Weil die sind nicht. Also diese klassische, da hast du recht, diese klassische Kurve der Veränderung. Mhm. Und ja, also man kann vielleicht diese 30, die sich überzeugen lassen, noch zu 40 hinbekommen, aber der Rest geht halt nicht die Reise mit. Mhm. Und daher muss man dann schon schauen, wie gehe ich mit denen um. Ich habe das selber in der Abteilung bei einem Mitarbeiter von mir erlebt, da haben wir auch gesagt, das ist jetzt eure neue Aufgabe, das machen wir jetzt in Zukunft so. Und er hat gesagt, nein. Dann kann man da mal kurz sich überlegen, was tue ich jetzt als Führungskraft, wie gehe ich mit dem um und wie bekomme ich das gelöst? Also mir ist das auch mal passiert in einem Workshop,
Also Thema Digitalisierung, Vertrieb, ja. Und dann hatte ich, die wollten einen Tag und dann habe ich gesagt, pass auf, ich biete mal einen zweiten Tag an. Wir machen am ersten Tag machen wir quasi so das Programm und am zweiten Tag, da setzen wir um. Ja, also da gehen wir dann ins Richtung Social Selling, wir gucken die Profile an, in LinkedIn, in Xing und so weiter. Und Ziel war, ein Posting abzusetzen. Das war das absolute Ziel und dann gegenseitig liken und so weiter. So, das war das Ziel. Und das war dann sehr herausfordernd, weil der Chef saß in den USA und dann hatten wir schon alles vorbereitet und dann hat der Vertriebschef Deutschland, hat dann so ein bisschen zitternde Knie gekriegt, ja, und dann hat er ihn dann über Teams angeschrieben, wir haben das und das vor und dann kam nur zurück, ja, super, machen und dann haben wir aufs Knöpfchen gedrückt. So, jetzt war das aber, ich glaube, das waren 15 Leute so ungefähr, ja, und jetzt ist Folgendes passiert, der Marketingleiter hat morgens am zweiten Tag gesagt, nee, macht er nicht. Er hat kein Xing-Profil und auch kein LinkedIn-Profil und er will das nicht. So. Konnte ich jetzt natürlich, ich habe mich da gar nicht drauf eingelassen, habe gesagt, okay, Persönlichkeit und so weiter, das ist nicht meine Aufgabe, ja. Aber das passiert, ja. Also gerade in dem Umfeld, im Thema Social Selling, bin ich da vollkommen bei dir und du hast auch keine Handhabe. Nee, also aber ich kann mich ja da nicht, ich kann ja genau. Ich sage, okay, das ist ein Thema, das kann ich hier nicht lösen, ja, sondern ja. Ich muss das akzeptieren und sage, okay, dann überlegen Sie, was Sie jetzt machen, ja, und ja, fertig. Ja, nee, weil das ist eben auch, also da hat man auch als Unternehmen keine Handhabe, weil das ja jedem sein eigener privater Account ist. Aha. Den kann man dazu nutzen. Also dieses Thema ist nicht ganz trivial, habe ich immer wieder auch in Projekten, wo ich im Thema Digital Selling unterwegs bin. Ja. Aber wir haben das bei uns ein bisschen, in Anführungszeichen, ein bisschen entschärft, weil wir dann die Kosten übernehmen für Xing und LinkedIn. Das ist schon richtig. Aber es ist kein Garant dafür, dass er dann was macht, ja. Sondern ja, es ist einfach so ein, ich sag mal, wohlwollendes Verhalten, hofft auf wohlwollende Erwiderung. Ich will es mal so sagen, ja. Genau, richtig. Das ist nur, wir wünschen uns das, wir hätten das gerne. Mhm. Das ist nicht anordnbar. Ja, ganz genau. So, also, und dann musst du halt gucken, was ist dann die nächste Konsequenz, ja. Und da gibt es ja auch Haufen Sprüche. Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Aber das ist auch natürlich nicht so einfach. Und ich bin da auch der Meinung, dass man auch sowas, wenn jetzt quasi wenn es da Menschen gibt, die nicht mehr ins Team passen, das kann man ja heutzutage auch professionell lösen über Outplacement und so weiter. Da gibt es ja wirklich auch professionelle Unterstützung, kann man sich da holen, wie man damit umgeht. Ja, also das soll jetzt keine, ich will ja da keine schmutzige Wäsche waschen oder irgendwie dann, was viele ja dann auch in dem Bereich machen, dann wird es meistens grausam und unschön. Und ich finde, das muss nicht sein, ja, weil das kann man auch mit Anstand und auf Augenhöhe lösen, ja. Absolut. Andrea, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt so kleine Einblicke, haben wir ja schon gegeben, was ihr so macht. Und ich denke, da wird es wesentlich mehr geben, dann bei unserer virtuellen Präsenz, so nenne ich das gerade immer, bei unserem Digital Breakfast im Oktober. Ich freue mich, dass du da warst, dass wir uns so nett unterhalten konnten und ich wünsche dir eine gute Zeit und bleib gesund und munter. Tschüss. Vielen Dank, lieber Thomas, wünsche ich dir auch und ich freue mich auf unsere virtuelle Präsenz. Danke, tschüss. Ciao.